Mein Name ist Björn Schreinermacher. Ich vertrete den Bundesverband Wärmepumpe und in meinem Vortrag geht es um den Status quo und die Perspektiven der Wärmepumpentechnologie. Dabei werde ich zum einen auf die Marktentwicklung eingehen, aber auch vieles zur Politik sagen und warum es in Teilen gut und in Teilen weniger gut aussieht. Mein Name ist Björn Schreinermacher. Ich vertrete den Bundesverband Wärmepumpe und ich habe jetzt nun ein paar Minuten Zeit, 20, 30 Minuten Zeit, um Ihnen ein bisschen was zum Status quo und zu den Perspektiven der Wärmepumpentechnologie in den kommenden Jahren zu berichten. Aus unserer Sicht sieht es vielleicht noch ganz kurz als allererstes ein bisschen was zu unserem Verband. Das ist immer die Folie, die wir vorweg schießen. Wir sind der Branchenverband der Wärmepumpentechnologie, sitzen in Berlin und vertreten etwa 500 Mitglieder. Nun, Teil davon sind Hersteller, andere sind Projektierer, Handwerker oder kommen aus dem Bereich der Energieversorgung. So, wir sehen uns als Verfechter der Wärmepumpen, des Wärmepumpenprinzips, also mit Kältemittel, Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer, die Energie aus der Umwelt zu nutzen, um damit zu heizen, zu kühlen, Raumwärme zu stellen, Prozesswärme. Und wir sehen das als ein wichtiges oder sozusagen das Schlüsselinstrument für die Wärmewende. Das hat auch damit zu tun, dass wir Wärmepumpen in sehr unterschiedlichen Größenordnungen und Anwendungsfällen sehen. Das beginnt letztlich im Hobbykeller des Einfamilienhauses, im ganz kleinen Leistungsbereich und geht dann ganz hoch bis in den MW-Bereich rein, wo wir dann schon im Bereich industrieller, gewerblicher Anwendungen sind. Und eine weitere Stärke der Wärmepumpe sehen wir natürlich auch darin, dass sie verschiedenste Arten von Wärmequellen nutzen kann. Angefangen bei der Erdwärme über Sonden oder Kollektoren, über dann Wassernutzung aus Grundwasser, mehr und mehr auch Abwassernutzung und Abwärmenutzung und nicht zuletzt auch das Thema Luft, Umweltwärme aus Luft, was sicherlich an Bedeutung gewinnt, gerade auch im Markt und wofür es auch verschiedene Arten der Nutzung gibt. So, aber nochmal einen Schritt zurück. Warum sehen wir das als Schlüssel für die Wärmewende? Also vorausgesetzt ist ja nun mal, dass wir mehr und mehr Klimapolitik haben, Energieeffizienzpolitik haben, die rahmensetzend ist für den Gebäudesektor, für den Heizungsmarkt. Und hier jetzt mal angesetzt, nicht unbedingt auf der nationalen Ebene, sondern erstmal nochmal einen Schritt zurück auf der europäischen Ebene, denn dort haben wir auch national verpflichtende Ziele. Und hier sollen in dem Bereich außerhalb des europäischen Emissionshandels, und da sind wir unter anderem im Gebäudebereich, 38% der CO2-Emissionen innerhalb der nächsten 10 Jahre eingespart werden. Das ist ein sehr großer Batzen und momentan liegen wir da nicht so gut im Rennen. Und dementsprechend geht es tatsächlich auch darum, wie wir da die Stellschrauben in der Politik setzen. Wenn das nicht gelingt, dann kommen Kosten auf die Bundesrepublik zu. Für das Verfehlen der Klimaziele in diesem Kontext des europäischen Rechts müssen dann Emissionsberechtigungen bei anderen Ländern gekauft werden. Das sind, so hat die Agora im letzten Jahr mal berechnet, dann bis zu 62 Milliarden Euro. Das sind enorme finanzielle Kosten, aber auch politische, die dann auf uns warten. Und letztlich gehen wir davon aus, dass sich das auf den rechtlichen Rahmen für Heizungstechnologien, für den Gebäudebereich in den kommenden Jahren doch erheblich auswirken wird. Und wir sehen da die Wärmepumpe ganz gut im Rennen. Im nationalen Bereich ist es ja so, dass wir die größten oder einen sehr erheblichen Anteil des Endenergieverbrauchs tatsächlich auch in den Gebäuden haben. Hier nur aufgeführt die Raumwärme vor allem, aber die Prozesswärme fehlt hier zum Beispiel noch in diesem Diagramm, was Sie hier links sehen. Und insofern geht es tatsächlich darum, auch die Klimaziele gerade im Gebäudebereich zu erreichen. Und momentan sieht das da nicht so gut aus und der Druck, dass hier in der Regulierung des Gebäudebereichs was passieren muss, der wird erheblich zunehmen. Was muss da passieren? Naja, im Allgemeinen kann man sagen, es muss um viel Energieeffizienz und viel erneuerbare Wärme gehen.
Also das hat die Bundesregierung mal vor 2-3 Jahren berechnen lassen und dann auch aufgeschrieben in der Energieeffizienzstrategie Gebäude und hat hier gesagt, dass wenn wir einen klimaneutralen Gebäudebestand innerhalb der nächsten 30 Jahre erreichen wollen, dass wir dafür in der Energieeffizienz so viel wie möglich machen müssen und dass das auch gilt für den Ausbau erneuerbarer Wärmetechnologien. So, und in beiden Bereichen haben wir nun mal auch Hemmnisse und Potenzialgrenzen und letztlich sorgt das dafür, dass wir uns nicht auf die eine oder auf den anderen Pfad konzentrieren können, denn das ist sowohl bei der Energieeffizienz als auch bei den erneuerbaren Wärmetechnologien vorankommen müssen. So, die Wärmepumpe steht da jetzt schon ganz gut da, auch im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern im Öl- oder Gasbrennwertbereich ist sie jetzt schon in der CO2-Bilanz etwas besser und perspektivisch wird das noch besser. Und wo Wärmepumpe jetzt schon mit erneuerbarem Strom versorgt wird, mit ausschließlich erneuerbarem Strom, da ist sie auch jetzt schon bei Null Emissionen. Das ist eine Entwicklung, die eher noch zunehmen wird. Also dieser Wettbewerbsvorteil, wenn er sich dann irgendwann mal richtig auswirkt, der wird eher besser werden für die Wärmepumpe. Das liegt am Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. So, dann stellt sich ein bisschen die Frage, was kommt denn noch an Alternativen in den Blick? Und in letzter Zeit wird ja sehr viel über Power-to-Gas gesprochen. Ja, und sicherlich ist das eine Technologie, die man diskutiert, aber wir glauben, dass letztlich die Effizienz für die Wärmepumpe sprechen wird, weil sie aus einem Teil Strom 4 Teile Wärme macht. Damit ist sie letztlich im Effizienzvorteil so weit vorne, dass es eher unwahrscheinlich klingt, dass man mit Power-to-Gas ähnliche Ziele erreichen kann. Das haben auch schon verschiedene wissenschaftliche Institute aufgeschrieben und auch durchgerechnet. Wenn wir einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen wollen, dann brauchen wir einen massiven Ausbau der Wärmepumpe in den kommenden Jahren. Letztlich ist es dabei gar nicht so sehr erheblich, ob wir in den gesamten Klimazielen nun 80% oder 95% klimaneutral in Deutschland werden wollen. Der Ausbau der Wärmepumpe ist letztlich das Schlüsselelement eben der Wärmewende, wenn wir die Ziele dort erreichen wollen. Das zeigt sich bereits in Ansätzen in der bestehenden Regulierung. Also Sie kennen die Energieeinsparverordnung wahrscheinlich und Sie haben auch mitbekommen, dass das über den letzten Jahren doch, was den Gebäudeneubau angeht, sehr prägend geworden ist, dass es hier doch im Anforderungsniveau doch deutlich zugelegt hat, und dass es für fossile Heizungssysteme in neuen Gebäuden doch deutlich schwieriger geworden ist, während die Wärmepumpe hier in Marktanteilen doch durchaus profitieren konnte und eigentlich ganz gut dasteht, wenn es darum geht, die Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung zu erfüllen. So, und da stehen natürlich auch schon die nächsten Stellschrauben bevor. Ja, wir diskutieren seit Ende letzten Jahres über eine Zusammenführung der Energieeinsparverordnung mit den Nutzungspflichten für erneuerbare Energien im Wärmebereich. Und der erste Aufschlag, den wir hier so gesehen haben, der hatte nicht unbedingt den Anspruch, dass es hier vorangehen sollte. Wie ich eingangs sagte, die Ziele im Klima- und im Gebäudebereich, die sind eigentlich relativ deutlich und Rückschritte im Anforderungsniveau des Gebäudeenergierechts sind letztlich hier nicht förderlich. Wir brauchen Planungssicherheit in diesem Zusammenhang. Wie wirkt sich das nun in den letzten Jahren aus, dass wir also in der Energieeinsparverordnung und in anderen Stellschrauben doch letztlich schon Vorbereitungen dafür haben, dass es hier strenger wird? Für die Wärmepumpe und ihren Absatz ist das zunächst erstmal förderlich. Also wir haben seit der NF-Novelle in 2016 ein gutes Wachstum. Im letzten Jahr waren das 8%, davor sogar noch etwas mehr. Und wir sehen auch momentan keinen Abbruch in dieser Entwicklung. Allerdings, und das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, in der Gesamtschau, wenn wir auf den gesamten Heizungsmarkt schauen, ja, und das vergleichen mit dem, was an fossilen Heizungsgeräten abgesetzt wird,
macht die Wärmepumpe weiterhin nur einen Anteil von etwa jetzt 11% aus. Und das wird sich auch momentan unter diesen Rahmenbedingungen nicht großartig verändern. Denn entscheidend ist der Gebäudebestand. Entscheidend ist die Sanierung von Gebäuden. Und das sieht man hier auf dieser nächsten Folie. Ja. Wir haben also ein ganz gutes Marktwachstum, was Sie hier in der oberen Kurve sehen, im Gebäudeneubau. Aber wir haben ein stagnierendes, und das ist diese untere blaue Kurve, ein stagnierendes, einen stagnierenden Absatz im Gebäudebestand. Und da müssen wir ran. Kurzer Blick auf die Uhr. Was ist die entscheidende Frage? Wenn Sie die Wärmepumpenhersteller fragen, dann werden die Ihnen sagen, die Energiepreise sind es. Weil wir letztlich mit dem Strom, den wir zwar sehr effizient einsetzen können, doch stark im Wärmemarkt benachteiligt sind. Wir haben ein Missverhältnis von etwa 1:4. Und das ist über die Effizienz der Wärmepumpe, gerade auch in Bestandsgebäuden, wo Sie also keine energetischen Anforderungen als Ordnungsrecht haben, doch schwer aufzuholen. Sie haben Fälle, in denen das gelingt. Da geht es auch um Förderung, dazu komme ich gleich. Und Sie haben Fälle, in denen das noch nicht gelingt. Und da müssen wir ran. Und da müssen wir auch überlegen, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass die eingangs genannten Klimaziele, Energieeffizienzziele, dass die auch zu Erfolgsfaktoren im Wärmemarkt werden. Und wenn wir da hinkommen wollen, dann brauchen wir eine Art der Bepreisung dessen. So. Ich sagte schon, ein paar Infos und Ansichten auch zum Thema Förderung. Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen gibt es eine ganze Reihe. Gliedert sich hier so ein bisschen in dieser Matrix auf, zwischen Gebäudebestand und Gebäudeneubau und dann über die Institutionen, die fördern. Nämlich, das ist auf der einen Seite das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, und auf der anderen Seite die KfW. Während das BAFA eher Zuschüsse gibt, ist die KfW eher dafür da, zinsgünstige Darlehen zu vergeben, aber hier auch mit Tilgungszuschüssen. Und je nachdem, was Sie da vorhaben, ist dann die eine oder die andere Behörde zuständig, was auch gewisse Probleme mit sich bringt, und dazu komme ich auch gleich nochmal kurz. Im Bereich der KfW passiert momentan wenig in Sachen Wärmepumpen, obwohl wir dort eine ganze Reihe von Programmen haben, angefangen von der Komplettsanierung über Teilsanierung und dann auch nochmal speziell für den Bereich des Heizungsaustauschs. Das ist dann hier auch nochmal kombinierbar mit der BAFA-Förderung. Und dann haben Sie nochmal spezielle Segmente auch bei der KfW. Von größerer Bedeutung ist hingegen die Förderung, die Sie über die BAFA kriegen können. Also hier haben Sie einerseits die sogenannte Basisförderung, die für Bestandsgebäude und etwa Sanierungsfälle greift. Und Sie haben auf der anderen Seite die Innovationsförderung, die greift auch in Bestandsgebäuden, aber vor allem im Neubau, weil hier die Voraussetzungen für den Einsatz der Wärmepumpe doch ganz schön scharf sind. Sie müssen eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen, also eine besonders effiziente Wärmepumpe einbauen. Und das ist natürlich dann nochmal eine spezielle Herausforderung. In beiden Fällen, der Basisförderung und der Innovationsförderung, können Sie das kombinieren und haben da die Möglichkeit, Bonusförderungen hinzuzunehmen. Und da kommen Sie doch auf beträchtliche Summen. Nämlich allein schon mit Basisförderung oder Innovationsförderung erreichen Sie so Größenordnungen von 4.000 bis 6.000 Euro. Und das können Sie dann kombinieren, etwa wenn Sie zusätzliche erneuerbare Maßnahmen im Gebäude vornehmen, dann können Sie hier Kombinationsbonus von 500 Euro hinzufügen. Viele Wärmepumpen sind zudem Smart Grid Ready. Das heißt, sie sind in der Lage, auf Steuerungssignale seitens des Energieversorgers zu reagieren. Und dafür gibt es auch nochmal 500 Euro zusätzlich. Und nicht zuletzt der Blick auf den AP-Bonus, der ist auch durchaus in vielen Fällen lukrativ, wenn Sie nämlich einen besonders ineffizienten fossilen Kessel ersetzen und stattdessen eine Wärmepumpe einsetzen, dann können Sie hier nochmal 20% draufschlagen. Das gibt es nochmal mit Beispielrechnungen, und auf unserer Webseite wärmepumpe.de finden Sie auch einen Förderrechner, um das durchzurechnen für verschiedene Fälle. Hier sind zwei Beispiele genannt, einmal der Ersatz
eines Niedertemperaturkessels. Das ist ungefähr das, was ich eben schon so ein bisschen genannt hatte. Da kommen Sie durchaus auf hohe Fördersummen, wobei man sagen muss, dass Sie hier natürlich auch beträchtliche Investitionen vornehmen. Und Beispiel 2 wäre dann hier der Einbau einer Solewasserwärmepumpe im Neubau. Und auch dort haben Sie die Möglichkeit, Bonus plus Innovation zu kombinieren. Was Sie hier nicht machen können, und das sagte ich ja gerade, sind diese 20% AP-Bonus. Der wäre schön, aber letztlich mit 5.000 Euro ist hier auch die Förderung vernünftig, wobei Sie auch hier rechnen müssen, Sie müssen eine Jahresarbeitszahl von 4,6 erreichen. Das heißt, Sie sind hier in den meisten Fällen im Bereich der Solewärmepumpen und müssen hier Bohrungen vornehmen. Kurzer Blick auf die Statistik. Die Förderung, seitdem sie so angepasst wurde, wie ich Ihnen das geschildert habe, ist gerade auch von Wärmepumpen ganz beträchtlich abgerufen worden. Es ist eine Nachfrage da, es sind Fälle da, in denen das greift, wobei man sagen muss, dass hier auch etwa 2/3 der Förderfälle im Neubau angesiedelt sind. Also auch wieder hier im Bestand haben wir ein gewisses Problem. Daran soll das Bundeswirtschaftsministerium so ein bisschen arbeiten. Also wir haben die benannte Förderstruktur über MAP, also BAFA und Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Und wir erwarten jetzt, dass es hier zu einer Zusammenführung der verschiedenen Förderinstrumente kommt und dass das Ganze ein bisschen transparenter und besser abrufbar wird. Weil das ist eine Rückmeldung, die wir von unseren Unternehmen immer wieder bekommen. Leute, das muss einfach besser funktionieren und ich muss das besser erklären können dem Kunden, was er davon hat. Und ich muss auch selbst besser in der Lage sein, diese Anträge mit auszufüllen. Also das ist durchaus angekommen und wir erwarten jetzt, dass da innerhalb des nächsten Jahres ungefähr doch auch ein bisschen was passiert. Und das Optimum wäre hier tatsächlich eine Art One-Stop-Shop, ein Formular, eine Institution oder zumindest eine Anlaufstelle, um Förderung zu bekommen. So, da ich noch ein paar Minütchen Zeit habe, gehe ich noch auf unsere Branchenstudie ein, die wir im letzten Jahr herausgegeben haben, um uns mal so ein bisschen den Wärmepumpenmarkt anzugucken, aber vor allem auch, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen und unter bestimmten Annahmen mal zu vergleichen, was passiert denn letztlich mit dem Wärmepumpenabsatz. Wir haben darin 2 Szenarien. Ein Szenario ist das Bau-Szenario, Business as usual. Es ändert sich nicht sonderlich viel am gesetzlichen Rahmen und ein Szenario geht davon aus, dass wir die verschiedenen politischen Maßnahmen, die wir momentan im politischen Raum stehen haben, dass die auch tatsächlich angepasst werden. Und dann schauen wir, was passiert denn letztlich auch letztlich mit dem Markt. Die Hemmnisse und Treiber, die hatte ich Ihnen vorhin schon genannt, das sind im Wesentlichen also Energiepreise, teilweise auch Kapazitätsengpässe im Handwerk. Und auf der anderen Seite haben wir den Treiber mit NF, mit MAP-Förderung, mit der Baukonjunktur. Und die diskutierten politischen Maßnahmen, die hier im Raum stehen, das sind die folgenden. Und das Szenario 1 bleibt im Wesentlichen alles so, wie es ist. Und das Szenario 2 sind einige durchaus interessante gesetzliche Anpassungen vorgesehen in diesen Berechnungen. Das ist zum einen der ganze Förderrahmen, der lukrativer werden müsste und auf der anderen Seite sind es Anpassungen bei den Energiepreisen, denn das sagte ich, das ist letztlich ein Schlüsselproblem, an das wir ran müssen und wo wir den Strom als Energieträger entlasten müssen und wo wir auch gucken müssen, dass wir irgendwo eine ökologische Steuerungswirkung einbauen. Und dann sehen Sie tatsächlich erhebliche Unterschiede in der Marktentwicklung. Also positiv ist sie in beiden Fällen. Wir gehen davon aus, dass auch unter gegebenen Rahmenbedingungen wir einen weiteren Ausbau der Wärmepumpen haben werden und dass das auch ein vernünftiger Rahmen ist, wobei uns hier dann, wenn gar nichts passiert, auch ein bisschen die Planungssicherheit abhanden kommt. Unter Szenario 2, unter all diesen Maßnahmen, die ich eben nannte, sieht es deutlich besser aus. Sie erreichen in 2030 den doppelten Absatz und in 2050 kommen sie schon in deutlich höhere Regionen, was auch den
Gesamtbestand der Wärmepumpen angeht. Und darauf komme ich gleich nochmal in der nächsten Folie. Das ist ein Vergleich der verschiedenen Berechnungen. Ich habe Ihnen anfangs die Folie gezeigt durch die BDI-Studie, wo 14 Millionen Wärmepumpen für 2050 ausgerechnet wurden. In diese Region kommen wir in unseren Berechnungen nicht unbedingt, aber wir sind mit Szenario 2, das ist hier die grüne, die vierte Linie von unten, doch deutlich besser unterwegs als unter den gegebenen Bedingungen. Und wir erwarten letztlich dann auch von der Politik, dass sie ihre Lehren daraus zieht und dass sie uns auch letztlich mit Planungssicherheit verschafft und an politischen Diskussionen ansetzt, um tatsächlich Dinge zu bewegen. Das ist dann auch sozusagen meine vorletzte Folie, nämlich die drei großen Hebel, die aus unserer Sicht jetzt passieren sollten, ganz aktuell. Die Diskussion zum Thema Förderung, zur Weiterführung der Energieeinsparverordnung oder als Gebäudeenergiegesetz. Wir brauchen in diesen Fällen deutliche Planungssicherheit für unser Unternehmen und drittens, sicherlich ganz wichtig, das Thema Energiepreise. Und weil es so schön ist, gebe ich Ihnen noch ein Bild mit. Das ist das letztlich nochmal aufgetragen, was wir heute Morgen schon häufiger gesehen haben. Die Wärmepumpe als ein Teil dessen, was wir als Smart Grid, Smart Living, Smart Home sehen. Die Wärmepumpe ist ein schaltbarer Verbraucher, ist eine digitale Komponente im zukunftsträchtigen Gebäude und das müssen wir mehr und mehr in den Blick nehmen, dass wir hier eigentlich dann auch nochmal zusätzliche Vorteile für die Wärmepumpe sehen. Wenn Sie sich weiter informieren wollen über unseren Verband und über den Einsatz von Wärmepumpen, dann können Sie das sehr gut über die Webseite wärmepumpe.de tun. Da gibt es Publikationen und da gibt es auch Tools für die Planung von Wärmepumpen. Vielen Dank.